Das Theater Purkersdorf führt im Rahmen des heutigen Purkersdorfer Kultursommers wieder zwei Theaterstücke auf der Open-Air-Bühne im Steinbruch Dambach auf. Den Beginn machte des Kaisers neue Kleider. Unser Kaiser ist ein großzügiger Mann. Ja, ja, so großzügig, dass uns sogar irgendwann einmal das gibt, was uns schon lange zusteht, falls wir bis dahin noch nicht verhungert sind. Still, Mamsell, in meiner Gegenwart redet man so nicht von unserer Erlaucht. Wie soll man denn reden von einem Kaiser, der nicht mehr an sein Volk denkt, der nur noch seine Kleider im Sinn hat? Wir versuchen immer, also die Stücke so zu inszenieren, dass Jung und Alt zu uns kommen. Das Schönste für uns ist, wenn sich sozusagen Leute extra Kinder ausborgen, um herzukommen und dann sagen, wir sind ja nur wegen den Kindern hier, aber es ist herrlich für uns. Alle auf der Bühne haben ganz traumhafte Kostüme, die sind ja auch selber geschneidert. Unsere Kleidermacherin, die Traude Eibner, hat all diese Kostüme in ungefähr einer Arbeitszeit von 5-6 Monaten selber geschneidert, entworfen. Und das ist wirklich eine gewaltige Leistung. Zu mir kommen seit 2 Jahren alle Kinder der Stadt. Ich bringe ihnen Lesen und Schreiben bei. Wir lernen Gedichte auswendig. Wir singen Lieder für unseren Kaiser. Doch unsere Schulstube ist kalt und wir haben keine Stifte mehr. Ist ein Theater, das aus Laien-Schauspielern zusammengestellt ist, aber das eine hohe Professionalität hat. Ja, es ist ein lustiges Stück, es ist amüsant, es ist witzig und es gibt eine Reihe von Schauspielern, die man in Purkersdorf in anderen Rollen kennt und da ist man sehr amüsiert. Also ich habe herzlich lachen können. Was ist das denn? Ja, erkennt ihr es denn nicht? Das ist das Bildnis unseres höchsten Kaisers, gemalt von unserer berühmten Hofmalerin. Schön und gut. Aber wo ist unser Lohn? Ja, das ist euer Lohn. Ihr bekommt das Wertvollste, was es in seinem Reich gibt. Sein Bildnis. Ja, wir haben den Kultursommer schon eröffnet am 24. Mai in der Bühne. Es war eine Riesenveranstaltung, wo auch das Theater mitgemacht hat. Aber die Eröffnung des Theatersommers ist ganz was Spezielles, weil wir natürlich hier im Steinbruch eine wunderbare Bühne haben. Mein Volk, ihr seid das glücklichste Volk, das es gibt auf dieser Erde. Das ist allerdings eine Neuigkeit. Ihr seid so glücklich, weil ihr den schönsten und prächtigsten Kaiser habt, den es gibt. Wir kennen keine prächtigeren. Ja, aber es macht große Freude und es ist ein sehr engagiertes Ensemble und sie haben wunderbar in der Probenarbeit mitgemacht und es war wirklich eine Freude, wie die Menschen das umgesetzt haben. Die Kinder sind wirklich engagiert und sind auch so, ja, so mit Begeisterung und Leidenschaft. Und dieser Esprit, der, glaube ich, kommt auch rüber über die Bühne. Alle müssen sich dem fügen, wer gescheit ist und wer nicht. Und dadurch ans Tageslicht. Kaiser, Kaiser, du bist eitel, Glitzer, Glanz und Kugel rund, von der Sohle bis zum Scheitel, elegant und kunterbunt.